Also wir halten heute den Umbrella March ab, also ich zum ersten Mal. Für mich ist es, finde ich, eine sehr sinnvolle Sache, darauf aufmerksam zu machen, weil sich die Umstände der Asylsuchenden eher verschlechtert haben in den letzten Jahren. Also das wird medial nicht so sehr thematisiert, aber Asylsuchenden wird immer mehr institutionell mit Misstrauen begegnet. Es ist also eine sinnvolle Sache, da ein bisschen zu sensibilisieren. Und in dem, also es geht auch beispielsweise jetzt konkret um das Schicksal und die Zukunft der Afghaner beispielsweise in Österreich. Und deshalb werden beispielsweise symbolisch auch Drachen steigen gelassen am Heldenplatz. Zum Schirm. Der Schirm schützt vor Sonne, vor schlechtem Wetter. Und das ist deshalb das Symbol, das gewählt wurde, um den Schutz zu zeigen, den es teilweise eben durch die staatlichen Behörden nicht mehr so gibt. Und auch die Genfer Konvention, die eigentlich jeder EU-Mitgliedstaat unterschrieben hat, so wird eigentlich faktisch gebrochen, so im Asylsystem selbst. Also das, da können wir nur hoffen, dass durch die Bürger, dass die sich ein bisschen mehr solidarisieren und auch mobilisieren gegen diese Praxis. Dankeschön. Bitteschön. Warum nehmen Sie am Umbrella March teil und warum finden Sie es notwendig, daran teilzunehmen? Ja, weil ich selbst in einer Schule unterrichte, wo durchaus auch einige Kinder als Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind. Ich selbst einen jungen jugendlichen Flüchtling betreut habe und mit der Asylkoordination auch schon viel zu tun hatte und das einfach wichtig finde. Und welche Bedeutung hat der Schirm? Der Schirm ist, glaube ich, hängt mit den Drachen, mit den afghanischen Drachen zusammen, soweit ich das, die auch orange sind, die Kinder in Afghanistan eben gerne basteln. Die Farbe Orange weiß ich allerdings nicht, warum. Ja. Naja, es geht immer um das gleiche Thema. Es geht darum, dass Flucht bei uns kriminalisiert wird und aber kein Verbrechen ist, sondern eine Notwendigkeit ist und dass eigentlich die klügsten Leute die sind, die flüchten und versuchen, ihr Leben zu retten und ihre Kultur und alles zu retten. Und es geht darum, dass Europa sich abschottet gegenüber all jenen, die aus Krisen und Kriegsgebieten zu flüchten versuchen und dass man das nicht zulassen kann. Dass man nicht zulassen kann, dass die Menschen sozusagen dem Tod ausgeliefert werden. Koordination ist schon seit 1989, oder? Weiß ich falsch? Brigitte, wir sind seit 22 Jahren aktiv. 22 Jahre sind Sie aktiv. Was sind die neuen aktuellen Themen? Aktuelle Themen gibt es immer wieder, weil es immer wieder neue Krisenherde gibt. Und leider wenige Entwicklungen in die positive Richtung bei der EU-Asylpolitik. Wir haben uns besonders in der letzten Zeit dafür eingesetzt, dass Flüchtlinge das Asylverfahren nicht untätig in Österreich abwarten müssen, sondern sie hier arbeiten können. Wir versuchen in anderen sozialrechtlichen Bereichen die Situation von anerkannten Flüchtlingen, subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen zu verbessern. Zurzeit brennt uns quasi ein Problem unter den Nagel. Das sind die geplanten Abschiebungen nach Afghanistan, wo wir ganz klar den Standpunkt vertreten. Es soll überhaupt keine Abschiebungen in Krisenregionen geben und Afghanistan ist auf jeden Fall als Krisenregion anzusehen. Und wir wollen auf der anderen Seite legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge. Das heißt, dass Flüchtlinge nicht diesen gefahrenvollen Weg über das Meer oder über andere Strecken ausgesetzt werden, wo sie möglicherweise den Tod riskieren, sondern wir wollen, dass Österreich eine humanitäre Aufnahmeaktion für Flüchtlinge aus Krisengebieten wie zurzeit Syrien startet, Visas erteilt, humanitäre Evakuierungen durchführt. Wir denken, dass Geld allein nicht ausreichend ist, um diesen Menschen zu helfen. Wenn man bedenkt, dass zurzeit schon über 1 Million Syrer als Flüchtlinge außerhalb von Syrien leben und erwartet wird, dass ungefähr 4 Millionen Menschen von diesem Konflikt betroffen sind, dann sieht man, dass sich in Österreich nicht darauf ausreden kann, dass wir jedes Jahr 15.000 oder 17.000 Asylbewerber aufnehmen. Zu dem Punkt
sprechen ja auch für Sicht in Deutschland von Flüchtlingen aus Pakistan. 18% kriegen Asyl und in Österreich ist es 1% noch. Also das ist eine immense Differenz. Wo müssen wir noch mehr tun? Was können wir noch mehr tun? Das Problem ist ein europäisches Problem. Wir sehen, dass in vielen Staaten die Anerkennungspraxis, die Entscheidungspraxis über Asylanträge sehr unterschiedlich ist. Ein Beispiel eben bei Pakistan, es gibt auch andere Herkunftsländer, wo wir diese enorme Diskrepanz in der Entscheidungspraxis sehen. Hier sollte es auf jeden Fall etwas mutigere Schritte der EU-Staaten geben, ein einheitliches Asylsystem zu schaffen. Die Chance, die sich gerade in den letzten 2 Jahren ergeben hat, die wurde letzte Woche vertan. Man kann sich auf EU-Ebene offensichtlich nicht darauf einigen, entsprechend gute Standards in allen EU-Staaten verpflichtend vorzuschreiben. Mhm. Vielen, vielen Dank. Haben Sie noch was zu sagen? Sehen Sie die Zukunft hoffnungsvoll? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen, wenn wir in so einem sensiblen Bereich arbeiten, wo es ja um Einhaltung der Menschenrechte geht, Hoffnung haben und sehen ja auch immer wieder jeden Tag einzelne kleine Erfolge. Es ist für uns schon ein Grund zur Freude, wenn ein Flüchtling es schafft, hierher zu kommen, wenn ein Flüchtling es schafft, seine Familienangehörigen nachzuholen, wenn ein Flüchtling zeigt, dass er fit ist, dass er Ideen hat, kreativ ist und etwas in Österreich aufbauen kann und zum Wohlstand unserer Gesellschaft beitragen kann. Dankeschön. Ein bisschen in die europäische Dimension. Was passiert jetzt gerade in Europa? Ja, Anne hat es eh schon erwähnt. Es ist jetzt zum Abschluss gekommen, ein längerer Prozess der Harmonisierung. Da haben die Nationalstaaten alle guten Ansätze, die Innenminister und Innenministerinnen alle guten Ansätze der EU-Kommission, die es durchaus gegeben hat, boykottiert. Es gibt jetzt die Möglichkeit, praktisch flächendeckend Flüchtlinge einzusperren, also in Schubhaft zu nehmen oder in Detention, wie es auf Englisch heißt. Das ist nicht so ganz zu übersetzen, also nicht zum unmittelbaren Abschieben ist, sondern die Flüchtlinge können einfach eingesperrt werden aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel, weil sie nicht angeblich nicht mitwirken, ihre Identität festzustellen. Das Zweite, was die EU massiv macht, aufrüsten das Grenzregime, die ganze Grenzbefestigung, das ist hochtechnisiert inzwischen und es wurde beschlossen vor einigen Monaten ein unglaubliches Budget von 4.000 Millionen über mehrere Jahre, also wirklich vollkommen, ich muss immer wirklich nachschauen, ob diese Zahl stimmt, weil sie so unfassbar ist, wirklich um offensichtlich sowas wie einen Käsesturz über die EU zu stülpen, im fälschlichen Glauben, man kann Leute daran hindern, nach Europa zu gehen, weil das wird nie ganz gehen, und Migration so zu bekämpfen und damit eben auch es Flüchtlingen, politisch verfolgten Menschen es unmöglich macht, nach Europa zu kommen. Und wie hoffnungsvoll sind Sie jetzt mit diesen politischen Situationen? Warum ist es verdammt auch mal so schwierig? Naja, es ist auch, hoffnungsvoll bin ich auch, wir sind bei der Asylkoordination Berufsoptimisten, aber ich bin deswegen auch hoffnungsvoll, weil wir in Österreich etwas gehabt haben oder immer noch haben, was es jahrelang nicht gegeben hat, nämlich dass Flüchtlinge für sich selbst gesprochen haben, für sich selbst die Stimme erhoben haben. Unser Slogan ist bei der Asylkoordination, Flüchtlinge brauchen eine Stimme. Das können wir jetzt vielleicht ändern. Mir ist noch nichts wirklich Zündendes eingefallen, aber Flüchtlinge sprechen heute für sich selber und das werden sie auch im Verlauf der Kundgebung jetzt auch noch tun dann später. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja,